Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Feldforschungen und den Feldforschungsdurchbruch für Dezember 2020. Im letzten Monat sind ja neue Aufgaben zum Thema AR-Mapping dazugekommen. Und da gibt es ja auch Pokémon-Belohnungen. Und das ist entweder Dratini oder Panzer Aeron. Zum aktuellen Kalos-Event gibt es auch ein paar Feldforschungsaufgaben, die eventspezifisch sind. Das heißt, wenn das Event vorbei ist, sind auch diese Aufgaben wieder weg. Dennoch möchte ich sie kurz erwähnt haben. Und zwar lauten die Aufgaben: Fange 3 Pokémon von Typ Normal für Skoppel, fange 5 Pokémon von Typ Flug für Dartiri und fange 7 Pokémon von Typ Feuer für Leufeo. In der Kategorie Fangen hat sich Folgendes geändert. Fange 5 Pokémon mit Wetterboost für Quapsel oder Vulpix. Hier ist jetzt nun ein weiteres Pokémon dazugekommen, und zwar Schneebedeck. Verwende 5 Beeren, um Pokémon zu fangen, war vorher Snubbel und ist jetzt nun Ponita. Die Aufgabe Fange 3 Pokémon von Typ Fee wurde natürlich komplett abgeändert, war vorher Pipi. Und nun heißt die Aufgabe Fange 3 Pokémon von Typ Feuer und ihr bekommt entweder Flemli oder Feuriegel. Diese Kategorie hat jetzt nur noch 5 Aufgaben, im letzten Monat waren es nämlich 6 Aufgaben. Die Aufgabe Fange 3 Pokémon mit Wetterboost für Dratini wurde gestrichen. In der Kategorie Werfen ändert sich normalerweise nur das Pandir. Diesen Monat hat sich aber das Pandir nicht geändert, es ist wieder die Nummer 4. Aber wir haben eine Änderung bei den Aufgaben. Und zwar bei der Aufgabe Mache 3 einfach fabelhafte Würfe hintereinander, war sonst immer Lavita. Und jetzt ist ein neues Pokémon dazugekommen, und zwar Kaumalat. Das ist zwar ziemlich cool, das Problem ist nur, erstens weiß man immer vorher nicht, was rauskommt. Ich finde, sie hätten Lavita streichen können. Nur Kaumalat reinhauen, und die Aufgabe ist so selten, gefühlt habe ich die ein ganzes Jahr lang nicht mehr gehabt. In der Kategorie Kämpfen haben sich 2 Aufgaben geändert. Besiege 3 Team Gorokketrüpel für Kindwurm wurde abgeändert, jetzt heißt sie besiege 2 Team Gorokketrüpel und ihr bekommt Vulpix. Die zweite Aufgabe lautet Gewinne ein Raid für Flunkiefer wurde abgeändert in Gewinne 2 Raids für Alola Sandern. In der Kategoriestruktur hat sich ein bisschen was verändert. Die Kategorie Brüten wurde zum Beispiel gestrichen und die Aufgabe einfach unter Sonstige abgelegt. Finde ich auch ganz okay. Also in dieser Kategorie hat sich die Aufgabe Entwickle ein Pokémon natürlich wieder ein bisschen verändert. Es gab vorher Evoli oder Seemon, jetzt ist es Evoli oder Flamara. Bei der Aufgabe Brüte ein Ei aus ist vorher Baumball rausgekommen, jetzt kommt Sneebel raus. Und bei der Aufgabe Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon mit Mega-Energie haben sich natürlich hier die Pokémon verändert, weil ja auch einige aus den Raids entfernt wurden. Wir haben jetzt hier Bibor, Bisaflor, Glurak Y oder Turtok Mega-Energie. Man erkennt aber, glaube ich, nicht besonders gut, welche Mega-Energie man bekommen hat, aber ich denke, daran arbeiten sie noch. Die letzte Kategorie wurde ein bisschen umgewandelt und auch ein paar Aufgaben hinzugefügt. Vorher war es nur eine reine Kumpel-Kategorie mit 2 Aufgaben. Jetzt ist es halt Kumpel und Freunde und jetzt sind es halt 4 Aufgaben. Passt eigentlich ganz gut. Verschicke 3 Geschenke an Freunde für Pummeluff war es früher und jetzt ist es Hunduster. Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel, war vorher Trassler, ist jetzt nun Fukano. Gib deinem Kumpel 3 Snacks für Wablu, ist nun Seemops. Und tausche ein Pokémon für Vibrava, ist nun Schnäppke. Bei vielen Aufgaben, wo sich das Pokémon geändert hat, sind vor allem Feuer- oder Eis-Pokémon aufgefallen. Das liegt daran, dass das ein Hinweis sein soll auf den Feldforschungsdurchbruch, weil dort ein Eis- oder ein Feuer-Pokémon aus dem Durchbruch kommen kann. Habt ihr jeden Tag einen Stempel gesammelt und insgesamt 7 gesammelt, dann könnt ihr die große Box öffnen. Die Pokémon-Belohnung im Dezember ist dann Lapras oder Flampion und nur Lapras kann shiny sein. Die Rampenlichtstunden für diesen Monat sind bekannt und sie sind auch witzigerweise sehr eislastig. Das einzige Pokémon, das nicht den Typ Eis hatte, war jetzt hier Jurob gestern, wo ich leider kein Shiny bekommen habe, aber 200er im Livestream auf Twitch.
Und ja, am 8. Dezember von 18 bis 19 Uhr findet dann Quiekel-Rampenlichtstunde statt mit doppeltem Sternenstaub fürs Fangen. Dann haben wir am 15. Dezember einen Fragezeichen, da weiß man noch nicht, was kommt. Es wird vermutet, dass irgendein Pikachu mit Hut kommt, mit doppelten Bonbons fürs Fangen. Also da lohnt es sich vielleicht eine Meltern-Box mal zu öffnen. Am 22. Dezember ist dann Rampenlichtstunde mit Schnäppke, mit doppelten Bonbons fürs Verschicken. Und dann haben wir nochmal doppelte Erfahrungspunkte fürs Entwickeln am 29. Dezember mit Schneebedeck. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Batsch!